Liebe Anlegerinnen und Anleger, die Geldschwemme rund um den Globus könnte die Inflationszahlen ganz klar antreiben. Das hört man eigentlich schon seit langer Zeit, die Zahlen aktuell. Ja, da kann man überhaupt nicht von einer Inflation sprechen. Viele sagen, das ist aber nur eine Frage der Zeit. Wie sehen das die Experten der BNP Paribas? Wir haken nach bei Kemal Bacci, der uns wieder aus Frankfurt zugeschaltet ist. Herr Bacci, was sagen denn Ihre Experten? Ist die Inflation nur eine Frage der Zeit? Guten Tag, Frau Frey. Ja, es ist tatsächlich eine paradoxe Situation. Im Moment, im November, fiel die Inflation sogar um 0,3% auf den tiefsten Stand seit 2015. Das ist aber erwartet worden, denn wir haben jetzt eben diesen Lockdown, der auch von der Börse vorweggenommen wurde. Und unsere Analysten erwarten tatsächlich, dass wir aber, wenn wir durch diesen kurzfristigen Lockdown durchsehen, eine sogenannte Reflation erwarten dürfen. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle, allen voran natürlich die sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik. Die Entschlossenheit der Notenbanken darf hierbei nicht unterschätzt werden. Das hat die EZB in der vergangenen Woche schon demonstriert, indem sie eben ihr Anleihenankaufprogramm nochmal um 500 Milliarden ausgeweitet hat. Aber auch die Federal Reserve in dieser Woche dürfte wahrscheinlich ankündigen, dass sie ihr Kaufprogramm ausweiten oder zumindest nicht vor 2023 zurücknehmen wird. Und hinzu kommt, dass auf der fiskalpolitischen Seite eben die Regierungen bereit sind, massiv zu investieren. Die Bundesregierung hat bereits Wirtschaftshilfen zugesagt. Auch in den USA erwarten wir, dass ein 900 Milliarden Fiskalpaket verabschiedet werden dürfte. Und Fiskal- und Geldpolitik scheinen die Wirkung sogar gegenseitig hier zu verstärken. Zeitgleich aber sehen wir, dass die Angebotslieferketten durch den Lockdown unterbrochen werden. Hier gibt es Lieferschwierigkeiten bei Unternehmen, gerade aus Übersee. Oder wir haben sogar Insolvenzen, die scheinen, oder wie unsere Analysten erwarten, hier eine Welle an steigenden Zahlen. Das würde bedeuten, dass verschiedene Anbieter vielleicht sogar komplett aus dem Markt gedrängt werden. Und alles daran gesetzt wird, dass die Nachfrage sich aber schnell erholen soll, vor allem mit den neuen Impfstoffen, die dann wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2021 in der Breite verfügbar sein werden, könnte die Nachfrage sich normalisieren, das Angebot aber nicht nachziehen. Das müssten dann Unternehmen mit Preiserhöhungen kompensieren. Deshalb die Erwartung, dass wir in den USA ab nächstem Jahr auf ein Inflationsziel von 2% steuern und in der Eurozone auf eine Inflation von 1,3%. Im Moment unvorstellbar, aber das ist die Erwartung unserer Analysten. Ja, das stimmt, momentan wirklich unvorstellbar, wenn man sich die letzten Zahlen angeschaut hat. Für manchen auch unvorstellbar, wie positiv der DAX in die Woche gestartet ist. Also der Lockdown kam offensichtlich nicht für jeden so überraschend, oder? So sieht es im Moment aus. Der Markt hat den Lockdown wohl schon eingepreist. Davor warnten ja die Experten schon länger, dass es im Winter nochmal hart werden wird. Die Börse schaut da im Moment durch und scheint eben auf dieses Erholungsszenario ab nächstem Jahr zu setzen. Und auch unsere Analysten sind für das nächste Jahr sehr positiv gestimmt. Das Weltwirtschaftswachstum könnte um 5,6% anspringen. In den USA werden wir wahrscheinlich ein Wachstum von 3,6% sehen. Selbst in, auch in Deutschland könnten wir auf über 4% uns nochmal konjunkturell erholen, auch wenn wir jetzt kurzfristig konjunkturelle Schwäche sehen. Und auch hier sind unsere Analysten der Meinung, dass die Impfstoffe der Gamechanger sind, die dann vielleicht auch zu einer weiteren Normalisierung im nächsten Jahr führen können, der Nachfrage. Und das scheint im Moment die Börse zu stützen. Zeitgleich sehen wir, dass kurzfristig die Brexit-Gespräche fortgeführt werden. Aus Sicht unserer Analysten ist der No-Deal-Brexit immer noch unwahrscheinlicher als ein tatsächlicher Deal. Denn solange die Gespräche anhalten, ist aus Sicht unserer Analysten besteht auch Hoffnung, dass man zu einer Einigung kommen könnte.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, der Game Changer, also die Impfstoffe sind natürlich ganz klar weiter im Fokus, werden unser Leben hoffentlich im nächsten Jahr verbessern. Und da hat sich ja am Wochenende einiges getan zum Positiven. Die Nachrichten kommen aus den USA, BioNTech und Pfizer. Der Corona-Impfstoff wurde auch hier zur Notzulassung zugelassen. Das heißt, auch da geht's jetzt los und das tut natürlich den Werten wieder gut. Die werden ordentlich angeschoben. Tatsächlich, wir haben jetzt bei BioNTech die sechste Zulassung, also das sechste Land ist jetzt die USA. Die erste Lieferung beinhaltet bereits 3 Millionen Impfdosen. Mehr wird natürlich folgen und das spricht eben dafür, dass die Notfallzulassungen jetzt mehr werden. In der Eurozone dauert es jetzt noch ein bisschen, also es soll aber von der Behörde jetzt ein Statement zum Ende des Jahres geben. Und selbst hier könnte das Zulassungsverfahren, das üblicherweise mehrere Monate dauert, auf wenige Wochen verkürzt werden. Und nährt das die Hoffnung, dass immer mehr Impfstoffe dann in der Breite verfügbar sind, die dann eben 2021 eine Normalisierung ermöglichen sollen, auch moderner hat eine Notfallzulassung bereits beantragt und ein weiterer Impfstoffhersteller, der dann eben die Verfügbarkeit verbessern soll. Also Licht am Ende des Tunnels, das hören wir natürlich alle unheimlich gern. Welche Themen ernten bei Ihren Anlegern in diesen Tagen sonst noch Aufmerksamkeit? Genau, Licht am Ende des Tunnels. Unsere Analysten blicken weiterhin optimistisch, deshalb auf das nächste Jahr. Wir erwarten eben steigende Aktienmärkte, einhergehend mit dem steigenden Ölpreis. Aber auch Gold bleibt weiter stark aufgrund der expansiven Geldpolitik und erwarten tendenziell einen schwachen US-Dollar, der den Euro auf bis zu 1,30 treiben kann. Unsere Anleger haben im Moment Fokus auf BASF und SAP, die werden gekauft, sind aber verhalten beim DAX. Der DAX wird aktuell verkauft. Ja, und ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Das war das letzte Interview, das wir beide in diesem Jahr geführt haben. Vielen Dank für die ganzen Einschätzungen 2020 und ich freue mich, wenn es 2021 wieder losgeht und wir wieder erfahren, was die Anleger beschäftigt. Herzliche Grüße nach Frankfurt. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.